Die Baufahrzeuge spielen Ball auf dem Rasen. Vielleicht möchte Traktor auch mitspielen. Aber er schießt den Ball genau in den Schlamm. Sei nicht traurig, Kind. Schlamm kann man abwaschen. Was brauchen wir, um die Fahrzeuge zu waschen? Richtig, eine Waschanlage. Sollen wir eine Waschanlage bauen? In Ordnung, Fahrzeuge. Packen wir es an. Schaut, hier haben wir alle Bauteile. Nun müssen Sie die Fahrzeuge an die richtige Stelle setzen. Lasst uns zuerst den Rahmen montieren. Nun brauchen wir Bürsten. So wie diese. Und nun brauchen wir die Leitungen für die Schaum- und Wasserversorgung. Sehr gut, Traktor. Hier sind die Leitungen. Nun kommen Sie an Ihren Platz. Die Fahrzeuge machen das sehr gut. Sie arbeiten zusammen und helfen sich. Was ist das, kleiner LKW? Ah ja, das ist ein Gebläse, das die Autos abföhnen und trocknen wird. Die Waschanlage ist fertig. Sie hat eine Torschranke, eine Dusche, aus der der Schaum kommt, Bürsten, eine Dusche mit Wasser, die den Schaum abwäscht und ein Gebläse, um die Autos zu trocknen. Und nun lasst uns einen Waschgang durchführen. Nicht drängeln und achtet auf die Signale. Wer will der Erste sein? Es stellt sich heraus, dass Bagger kitzlig ist. Wow, du bist jetzt so sauber. Sei nicht schüchtern, Traktor. Du bist dran. Das Gebläse lässt den Traktor schweben. Oh, du möchtest also fliegen? Wer ist als Nächster dran? Bist du es, Kran? Geh nur. Oh, Kran, welch tollen Schnurrbart und Bart du hast. Ich erkenne dich fast nicht. Nun ist der Kran glänzend sauber. Warte, LKW. Warte auf das grüne Licht. Was ist das, kleiner LKW? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Oh, ich sehe schon. Deine Ladefläche ist voller Wasser. Kippe die Ladefläche und gieße das Wasser aus. Fertig, LKW. Jetzt bist du sauber und glänzend. Baufahrzeuge, ihr wart super. Heute habt ihr eine tolle Waschanlage gebaut. Und der Traktor ist sogar geschwebt.